So, willkommen zum Zelda 12-Stunden-Stream. Ich versuche 100% zu schaffen in den nächsten 12 Stunden. Also, ich werde auf jeden Fall nicht sterben. Also, ich werde auf jeden Fall nicht sterben. Ich finde es gut, dass ich das sage und dann werde ich von diesem scheiß Ball getroffen. Ich bin echt der Profi-Gamer. Wie hat die mir denn jetzt gerade so viel Herzen abgezogen? Was habe ich gemacht? Ups. Nur kurz ein Herz hier. Ja, echt der Profi-Gamer. Ey, ich spiele gerade so scheiße. Ich kack ab, ey. Jetzt kommt die hier noch mit so einer Scheiße. Ja, klar. Liegt ein bisschen daran, dass ich ein bisschen Probleme habe mit dem Controller, muss ich sagen. Ey, hör auf. Die Steuerung für N64 auf dem Switch-Controller ist so komisch. Hört auf! Ja, geschafft. Ich wollte es nur ein bisschen spannend machen. Ja, ich weiß nicht, wer sich 2022 noch hinsetzt und sich ein Speed. Hallo? Clip das mal bitte, Amarelli. Ey, das noch nie! Noch nie! Alter! Alter! Das ist mir noch nie passiert. Ey, clip das. Ich glaube, das geht gar nicht. Es reicht schon, dass die Fledermaus mich da eben von 30.000 Metern runtergeworfen hat. Da, aus seinem Magen wurde meine Bombentasche gemacht, angeblich. Und besiegt. Sehr gut. Fee, kannst du vielleicht den anderen anvisieren? Komm. Ja, komm mit. Komm.
Warum nicht gleich so, ey? Es könnte auch so einfach sein. Adler, wie fandst du das? Ersten geschafft. Du gesagt, ich habe das geübt. Ich kack ab, Alter. Ich. Einfach ein One-Hit, das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass es mehr Schaden macht, aber ein One-Hit? Ich bin einfach ein motherfucking Profi-Gamer. Ja, dann. Viel Spaß. Den fand ich übrigens, den finde ich ist. Also, ich finde den am coolsten von allen. Irgendwie hat er was. Ich finde den irgendwie cool. Also, von den drei Bossen, die wir bisher gesehen haben, finde ich den am coolsten. Ja, der ist mega easy. Also ich habe hier mit keinem Boss Probleme, aber ich finde es halt doof, dass ich keine Dekonüsse habe, ne? Ein bisschen. Natürlich. Jetzt lässt man sich hier einmal treffen, weil dann kommt er direkt wieder hoch. Let's go! So, ihr guckt euch die Endcredit an und ich gehe mal ganz schnell aufs Töpfchen. Master Schwert. Was ich auch nie verstanden habe, dass so ein kleiner Junge, wie alt ist der? Ich glaube 10 oder so. Oder 12. Und dann will der da so ein riesen Schwert rausziehen und dann damit kämpfen oder was? Guck mal bitte, wie groß das Schwert ist. Der kann damit gar nichts anfangen und der will das haben. Das macht halt auch wie gar keinen Sinn. Evil Spirit from Beyond. Phantom Ganon. Den fand ich immer cool. Na klar. Na klar.
Alter, als ob. Ich bin so schlecht. Ich sehe auch nichts. So, jetzt wird Tennis gespielt. Ich sehe echt viel. Mann, Mann, Mann. Ja, das war der Phantom-Ganon-Boss. Jetzt wird's witzig. Das war ein Assi-Start. Beim ersten Mal, ich bin einfach ein Profi-Gamer. Und bitte, noch ein Stück. Ja, komm. Guck dir an, was das für ein Monster ist, was ich da rausgezogen habe. Da ist es. Das ist noch mal doppelt so stark wie das, was ich habe. Geil. Gibt's hier die Reflexion? Die gab es nämlich nicht vor dem Update. Und jetzt für mich der geilste Gegner. Die haben einfach einen Dark Link reingebracht. Ich weiß nicht, wie hier die Story ist, aber ist irgendwie geil. Und auf dieses Bigoron-Sword kommt er gar nicht klar. Ist echt cool. Oh. Jetzt gibt es den Enterhaken. Echt? Krass. Das heißt, wenn ich hier jetzt nur mit 6 oder 7 Herzen hingehen würde, wäre der ein Two-Hit? Ist ja witzig. Es ist Boss-Time. Den finde ich auch ganz cool gemacht, so mit dem Wasser. Vor allen Dingen für die damalige Zeit, dass man das so mit dem Wasser hinbekommen hat. Man muss überlegen, die Generation davor war noch 2D und das war im Prinzip das erste 3D-Game nach Mario 64. Das basierte auf der gleichen Engine, dass sie das da so hinbekommen haben, dass das so gut aussieht auch. Auch heute noch.
Also, man kann das ja echt gut spielen, 2022. Bisschen die Pixel hochgedreht und fertig ist. Also, da bin ich immer wieder verblüfft, dass sie das so krass gut hinbekommen haben. Gamma-Zeiten, da habe ich den einem durchgemacht. Komm schon, nimm ihn. Ey, kannst du ihn erstmal nehmen? Natürlich, ich habe nicht aufgepasst. Wo ist der eigentlich? Da hinten. Das war ein schlechter, ganz schlechter Boss. Huh, dritter Boss. Boah.
RIP an ihn. Kommt der coolste Boss. Boing Gevasion. Danke für den Follow. Willkommen. Grüß dich. Viel Spaß mit dem Stream. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Bongo Bongo. Geschafft. Ich bin durch. Ich habe die eben alle aufgezählt, die mir noch fehlen. Ich glaube auch irgend. Ich bin mir gerade richtig unsicher, ob ich den auf dem Friedhof habe, wo ich mit dem Boris als Kind habe ich auch. Ja, habe ich direkt am Anfang gemacht. Ich gehe gleich alle nochmal durch. Das ist kein Problem, das finde ich raus. Aber mir fehlt nicht viel, ne? Mir fehlt die Flasche. Das sind die Nachtschwärmer, ist klar. Der Eispfeil, der wird auch nochmal eine Stunde brauchen. Der Tempel, der braucht nochmal eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Und die Skulltulas, ja, keine Ahnung, ob ich die auch zusammenbekomme. Ja, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, war es das mit dem 100% Versuch. Also mal, ich weiß, in 12 Stunden schaffe ich das nicht. Da muss ich noch besser werden. Ich mache jetzt auch den Stream aus. Und dann geht's los. Also Herzl, wie gesagt, habe ich geguckt, wo das ist. Das machen wir als allererstes. Das ist nämlich das Bombenspiel. Das habe ich nur einmal gemacht. Das muss man noch zweimal machen. Manchmal gibt ja auch erstmal einen 50er. Ah, direkt ein Herzl, perfekt. Das ist ja das, was fehlt. Nehme ich mit. Da sage ich gar nichts zu. First try? Let's go. Die an der Seite sind immer so mies. So. Und jetzt muss. Hier ist einfach nur Luck, dass das dicke Hühnchen da weggeht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Was fängt da schon mal gut an? Jetzt geh weg, geh weg! Alter, das Kleine! Ich hab noch zwei. Komm jetzt. Nee, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja! Da ist es. Das ist es. Da haben wir alle.
Uhr gepasst. Eisfall. Geil. So, letzter Bossfight. Ich bin kein Star Fox Fan, aber geil. Komm, schieß. Ach ja, man muss ja auf die andere zielen. Vergessen. Ist doof, wenn die andere nicht da ist. Was ist das für eine RNG? Wie soll ich die denn so treffen? Das ist echt der ekelhafte Bossgegner. Wohin mit dir? Ja, toll. Er ist genau gegenüber. Ich hasse den Boss. Ey, die wollen mich echt... Oh, mal getroffen. Alter, Mann, ey, komm. Wohin will er? Geh mal weg. Natürlich. Wieso versuche ich es auch nochmal? Hey, ich habe doch das Schild draußen! Ich bin einfach gleich nochmal tot.
Das ist normalerweise so ein chilliger Bossgegner. Was machen die da? Ja klar. Na klar. Ach komm schon, triff doch. Das war wieder eine geile Kamera. Ich sehe einfach nichts. Ja, schön. Alter. Hey. Gib mir Feuer. Danke. Feuer bitte. Der hat irgendwie 8-mal Eis gemacht. Hätte ich das gewusst. Ey. Ey. 10-mal Eis. Gib mir Feuer. Was ist das denn für RNG? Ey, die wollen mich doch völlig verarschen. Danke, mit einem Herzchen noch geschafft. Ups. Ja, lacht. Auf zu lachen.
Tennis. Ha. Macht er jetzt? Will ich nicht. Zu behalten. Schon sagen, wie lange soll das noch gehen? Let's go! Let's go. Der wahre Ganon. Ist auf jeden Fall ein geiler Bossfight, wenn man gar nichts sieht. Ich glaube, eigentlich soll man mit dem Lichtpfeil in seine Fresse und dann kann man erst den Schwanz angreifen oder so. Irgendwie so ist das. Das Master Sword nicht. Ich muss einfach direkt wieder gewechselt. Weg damit. Ich mache damit weniger Schaden. Aua, der macht gut Schaden. Aua. Zack, in your face. Krass, wie viel Leben der hat.
Habe ich überhaupt noch eine Fee? Ich glaube nicht, ne? Soll ich mal ein bisschen vorsichtiger sein? Wenn ich jetzt hier sterbe, wäre auch Abfuck. Vorsichtshalber. Ja, natürlich. Ach, wenn ich das hab, kann ich den scheiß Dingsbums nicht machen. Okay, ich brauch den noch nicht. Na klar. Ey, wie viel Leben hat der? Das, dann kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass er so viel Leben hat. Ich versuch's mal mit dem Master Sword. Ey. Vielleicht haben die das so gemacht, dass man das nur mit dem Master Sword machen kann. Alter, ich bin einfach fast tot. Musste, glaube ich, echt das Master Sword benutzen. Final Blow. Kenne ich von Yu-Gi-Oh! Hä? Hä? Attack? Zack. Time.